Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Ja, beim letzten Mal haben wir hier mit unserem Technikkram angefangen und hier den Generator gebaut. Leider fehlt uns für weitere Fortschritte jetzt Rubber. Dann haben wir hier zwei Rubberwoods angebaut. Und so lange können wir jetzt erstmal hier nicht weitermachen. Ich lade mal eben gerade hier allen Kram ab. So. Und wir machen nämlich im Moment mal erstmal Folgendes. Wir schauen mal gerade, sehen wir hier Birken? Ich glaube nicht direkt, ne? Ich brauche nämlich noch Birken, um meine Produktion ja umzustellen in der Farm von Holzfäller Joe. Man konnte doch jetzt hier irgendwo die... Ne, das war es nicht ganz. Man konnte doch irgendwo die Karte hier aufrufen. Wo war das denn nochmal? Ups, irgendwas. Das sind die Hüte. Oh, das war wieder der gleiche Knopf. Journey Map ist doch schon mal gut. Das sind die Einstellungen. Wie komme ich denn jetzt? Ah, sehr schön. So. Lasst euch hier nicht verwirren von der Karte. Die ist nicht ganz so richtig, weil ich natürlich hier schon ein bisschen gespeichert hatte von Welten, die nicht... die genauso hießen wie diese, nämlich Let's Play Welt, aber die jetzt nicht hier zu unserem Let's Play gehören. Man sieht jetzt ziemlich genau, wo das hier übergeht. Sieht man denn jetzt hier irgendwo besondere Birkenbäume? Oh, hier sind überall ganz viele Bäume, aber ich weiß nicht, ob das überall Birken sind. Ja, wir werden mal in diesen Wald da schauen. Da waren wir ja schon mal. Hier holen wir mal noch ein paar Blöcke, damit ich mich hochbauen könnte, falls ich das müsste. Wir werden auch noch mal eben unsere Portal Gun gleich umsetzen. Stein würde ich auch ganz gerne noch mitnehmen. Wow, 6 Cobblestone. Haben wir nicht noch mehr Cobblestone irgendwo? Ein bisschen Holz nehmen wir auch mit. Cobblestone? Habe ich viel zu wenig Cobblestone? Ich habe viel bei der Farm halt verbraucht. Naja gut, dann ist das halt so. Hier hatten wir das gelbe Dings. Okay, merken wir uns. Wir hatten das andere zwar in die Höhle gepackt, aber prinzipiell müssen wir da nicht mehr rein. Wir können uns in jede andere Höhle später bewegen. So. Was ich aber eben noch schnell mache, ist, ich nehme noch Eisen mit. Das ist Copper. Wo ist denn Eisen? Tin, Copper, Gold. Da ist es schon mal nicht. Ah, hier ist es, ja. So, und dann basteln wir uns nochmal. Wir hatten hier auch Sticks, habe ich gesehen. Genau. Basteln wir uns nochmal eine neue. Moment. Hatte ich da nicht auch noch eine zweite von? Genau. Ich hatte doch noch eine Axe. Eine Stone Axe. Naja, gut. Trotzdem, die muss man auch mal aufgebrauchen. So, dann rennen wir jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Auf der Suche nach Birkenbäumen. Denn wir brauchen natürlich genug Saplings erstmal, um bei einer möglichen Farm da Kapital rauszuschlagen. Da brauchen wir ziemlich viele Saplings für. Und ja, wo renne ich jetzt mal hin? Ich renne mal in die Richtung. Da war doch der große Wald, aber ich habe keine Ahnung mehr, ob da nun Birkenbäume waren oder nur Oakwood. Und Pfeile nehmen wir auch mal eben schnell mit. War immer gebraucht. Und Bogen und so werde ich mir natürlich auch irgendwann mal machen. Was ist jetzt ganz falsch hier? Wo bin ich denn? Da. Ja, ich laufe völlig falsch. So muss ich ungefähr laufen. Das können wir auch gut gebrauchen. Auch mit. Und dann unternehmen wir hier mal eine schöne Reise. Sind das da schon Birkenbäume? Das sieht doch gut aus. Das sind doch Birkenbäume. Sehr schön. Dann fahren wir nämlich jetzt mal eben ab auf der Suche nach Setzlingen. Denn für unsere Farm ist natürlich völlig egal, was für Bäume da sind. Die brauchen halt eigentlich welche, die einfach gerade nach oben wachsen und nicht verzweigen. Deshalb ist halt Oakwood ein bisschen schlecht. Wir wollen die Farm ja hauptsächlich haben, nicht um Baumaterial zu haben, sondern um... ja, quasi unendlich Energie zu haben, denn wir können natürlich das Holz in den Generator später packen. Also in den Generator.
und ja, verbrennen. Und dann haben wir halt einen schönen natürlichen Rohstoff. Zack. Und brauchen uns erstmal um Energie nicht so viel Sorgen zu machen. Das ist der ganze Plan dahinter. Die Farm funktioniert zwar auch im Moment mit Oakwood, aber halt auf Dauer nicht, weil irgendwann ist alles zugewachsen mit verzweigtem Holz und der Baum wird immer nur gerade nach oben abgearbeitet und dann verschwinden die Blätter nicht mehr, es ist kein Licht mehr da für die neuen Bäume und es werden auch nicht mehr viele Saplings gedroppt. Und dann läuft irgendwann die Farm nicht mehr und dann müsste man das mühsam immer von Hand wieder regulieren. Das ist noch ein Sapling. Und das ist zu aufwendig. Schnell was essen. Dann geht's hier weiter. Hier diese beiden Hacken werden wir auf jeden Fall hier verbraten. Brauchen nämlich ganz schön viele. Ich meine, wir bräuchten über einen Stack an Setzlingen. Glücklicherweise gehen dann die Blätter sehr schnell weg, wenn man so einen Baum gefällt hat. Das heißt, wir müssen jetzt nicht so lange auf die Setzlinge, die daraus droppen, warten. Und es wird wieder Nacht. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich auch kein Bett mitgenommen habe, blöderweise. Wie viel haben wir denn schon? 23. Na, immerhin. Sind wir zufällig scharf auf der Minimap? Ja, sehen wir. Vielleicht sollten wir uns mal einmal ein Bett machen. Weil das sonst ein bisschen nervig wird gleich. Ah, eigentlich war das jetzt ein bisschen blöd. Wir können ja auch hier mal nett sein. Uns eine Schere basteln. Und dann hier. Ich schaffe einfach nur Scheren, anstatt es zu töten. Sonst ein bisschen barbarisch hier. Zack. Und eine Werkbank platzieren. Oh. Hä? Was hat mich denn jetzt hier vergiftet? Da sind schon die ersten Monster. Hat mich doch irgendwas wirklich vergiftet. Ich weiß nicht was. So, irgendwas in der Nähe? Nein. Jedenfalls kein Creeper. Dann sollten wir jetzt auch schlafen können. Sehr schön. Bett bauen wir ab. Bank auch. Und dann geht es jetzt hier weiter ans Birkenfarmen. Hier noch der Zombie von heute Nacht. Müsste doch irgendwo sein. Da unten. Hallo. Guten Tag. Poison Ivy. Ja, gemein hier. Nicht ständig vergiften. Aber wenigstens wissen wir es jetzt, was es war. So, haben wir sie mal abgerissen hier, bevor sie uns vergiftet. Das war eigentlich wieder eine. Ich hoffe natürlich, dass wenn wir nach Hause kommen, dass da dann die Rubberwoods gewachsen sind. Sodass wir dann im Anschluss direkt weitermachen können mit unserem Technikkram. Und immer noch bei 31 Setzlingen. Haben die alle keine gedroppt oder was? Die haben sich einfach nur nicht aufgesammelt. Das ist natürlich auch möglich. Jetzt haben wir natürlich eine Steinaxt. Viel länger jetzt. Oder was heißt viel länger, aber ich bin zu geizig, um jetzt direkt eine neue zu machen, obwohl wir noch eine haben. Müssen wir halt auch mal irgendwie verbrauchen. Jetzt nimmt sie nachher nur Platz in der Kiste weg.
sind denn das eigentlich hier für schöne Blumen? Ah, das ist Baumwolle. Kann ich die mitnehmen? Damit können wir uns nämlich dann, glaube ich, auch besser Rucksäcke machen, weil daraus Spinnen, also Fäden droppen, glaube ich. Also man könnte daraus Fäden machen. Ja. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist ein Haus. Guten Tag. Das war das Hexenhaus, glaube ich. Hier waren wir schon mal, ne? Zwei Äpfel. Nehmen die doch mal mit. Hallo, Zombie. Und da ist irgendwer. Hier sind sie da drüben. Hallo? Dala Witchman. You are not skilled in art. Ich greife dich mal nicht an. Man kann ja auch irgendwie, Witchery ist ja auch ein Mod hier. Da kann man auch irgendwas mitmachen. Ich weiß aber nicht mehr was. Es gibt hier so viele Mods. Ich bin erstmal froh, wenn wir hier einen Grundaufbau hingekommen haben. Einmal mit Industrial Craft, was ja auch schon wieder groß geändert wurde, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Dass ich da letzte Folge erst machen musste mit Cutter und hier diesem Hammer-Ding. Das kann ich alles noch gar nicht. Ein Schritt nach dem anderen. Was wir auf jeden Fall auch machen werden, ist weiter in Mythcraft nochmal die Galaxien bereisen sozusagen. Aber dafür würde ich gerne ein Jetpack haben. Und dafür müsste ich halt, wie gesagt, erst mit einer Technik mit vorankommen. Jetzt müssen wir unbedingt mal ein bisschen regenerieren hier. Sterben wir gleich noch an diesen Giftpflanzen. Immerhin. Naja, aber das ist jetzt auch noch nicht so toll. Hier ist natürlich... Ah, das ist alles Gravel. Ich dachte, hier wäre... Ah, ne, hier ist nämlich Clay. Das könnte man überlegen, ob man das sich auch mitnimmt. Aber das dauert natürlich immer so Ewigkeiten, das abzufärben, weil man das eigentlich unter Wasser annehmen muss und da auch abbauen immer viel länger. Komm, was soll's. Ich würde das trotzdem gerne haben. Zumindest so ein bisschen. Ich nehme das direkt alles mit, so viel ist es ja nicht. Nein. So. Copper nehmen wir jetzt mal nicht mit. Aluminium auch nicht. Da gibt es wichtigere Sachen. Vor allem, wenn wir später dann nochmal eine Quarry uns bauen, was wir auch auf jeden Fall tun werden. Weil natürlich jetzt nicht besonders stark sein wird, weil wir natürlich immer nur was von der bekommen, solange ich selber auch irgendwas in dieser Welt mache, weil das ja eine Singleplayer-Welt ist. Und kein Server, der 24/7 durchläuft. Achso, hier ist ein anderer Baum. Schön Setzlinge mitnehmen. Wie viel haben wir denn jetzt? 60. Naja, immerhin fast ein Stack. Da oben liegt auch noch einer. Haben wir es aufgehoben? Ja. Okay. Ansonsten ist ja Holzfällen eine eher monotone Arbeit. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir nach unserer automatischen Holzfarm jetzt das nie mehr so häufig machen müssen. Da hat mich wohl getäuscht. Jedenfalls erstmal. Natürlich auch nur einmalig, bis wir genug Setzlinge zusammen haben. So. Jetzt ist gleich auch schon unsere zweite Spitzhacke kaputt. Beziehungsweise sie brauchen wir jedenfalls nicht mehr so lange. Wie viel Muses hat sie denn noch? 15. Das ist ja fast nichts mehr.
10, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. So, und jetzt müsste sie kaputt gehen. Ah, einen noch. Genau. Machen wir den Rest eben noch mit der Hand hier. Und schau jetzt nochmal, wie viele wir noch haben. Lohnt es jetzt noch eine zu machen? Ah, das sollte eigentlich reichen an Setzlingen, hoffe ich. Jetzt auch keine Lust mehr, Holz zu farmen. Ja, hier sammeln wir noch ein paar ein, die hier noch auf dem Weg liegen. Vielleicht finden wir noch ein paar, die wir übersehen haben, wobei die hier wahrscheinlich schon despawned sind. Und dann geht's einmal wieder zurück nach Hause, bevor wir hier wieder Nacht haben. Und vielleicht bekommen wir die Farm ja sogar noch umgestellt. Das sehen wir dann gleich mal, wie weit denn unser Holzfäller Joe ist gerade. Wir können uns jetzt natürlich einfach mal nach Hause porten. Ich glaube, das machen wir einfach mal gerade. Dazu bräuchten wir mal hier. Zwei Dirtblock. Mal wieder so. So. Ich bin auch nicht, dass das Portal da bleibt, sonst kommen wir nachher Monster durch. Okay, und dann sind wir wieder zu Hause. Was ich jetzt als erstes mal mache, ist schauen, ob unser Rubber Tree gewachsen ist. Aber wir waren ja eigentlich nicht immun, ne? Ja, hab ich befürchtet. Ist nämlich nicht gewachsen. Chunk meine ich natürlich. Schwimmt ein Tintenfisch mit einer Telefonzelle. Warum auch nicht? Sieht man ja auch alle Tage so im Meer. So. Ah, der bräuchte auch mehr Fuel. Da scheint also auch noch ein kleines Problem zu herrschen. Warum? Weil er hier irgendwie nicht genug verbrät, blöderweise. Furnace ist aber true. Okay, meinetwegen. Das müssen wir auch nochmal ändern. Ah, haben wir schon. Ups, nein. Also du möchtest jetzt immer noch 15,8 Fuel willst du haben. Ach, das ist sogar normale Kohle. Dann wissen wir jetzt auch warum. Weil er natürlich die Charcoal hier nicht vernünftig verwenden konnte. Auch nicht da reinhauen konnte. Meine Güte, was ist denn hier los? Wo hatten der so viele normale Kohle? So, wie viel brauchst du? 15,8. Das dauert jetzt natürlich einen Moment, um das abzuwarten. Wir können ja währenddessen hier nochmal durch die Gegend schauen. Jetzt habe ich gerade voll Angst, da runter zu springen. Aber wir sehen hier schon. Ja, wobei hier geht's glaube ich noch. Wir lassen ihn auf jeden Fall gleich erstmal einmal noch abfällen. Aber wir haben ja schon schön viel Holz. Das gefällt mir doch. Das können wir natürlich alles nachher verbraten. Wir müssen natürlich eigentlich auch nochmal 8 Stück rein, damit hier alles verbraten wird. Haben wir schon mal 9. Dauert mir jetzt zu lang. Wir haben doch noch in unserer normalen Welt auch noch ein bisschen was davon, oder? Ah, hier ist jetzt schon wieder Nacht. Das irritiert mich, dass die immer so unterschiedliche Zeiten haben. So. Und dann hatten wir hier doch
Charcoal. Jetzt haben wir natürlich gar keine mehr. So ist das auch nicht geplant. Müssen wir gleich schauen, dass wir nicht alles verbraten da. Okay, im Bild steht. Ah, jetzt. So. Ja, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen durchwachsen, das Ganze hier. Ups. Helfen wir doch mal ein bisschen nach, oder? Haben wir, wir haben hier nicht mal eine Werkbank. Setzen wir hier gerade eine hin. Zack. Nee, das war eigentlich schon richtig. Ja, jetzt hat er halt diesen Mischmasch aus beiden. Das gefällt mir gar nicht. Machen wir jetzt gerade mal Folgendes. Wir hauen hier die Oak Saplings raus. Wachsen die halt nicht. Am besten wäre es natürlich, wenn wir das... Ah, Mist. Das hat natürlich vermieden werden sollen. Jetzt werden wir einfach weggetrieben. Und irgendwie leckt das gerade. So. Wie kann ich das jetzt vernünftig abarbeiten? Ich fürchte, ich muss das wirklich mit hier Dirt-Unterstützung machen. Bitte pflanzen. Und wir müssen ja auch noch ein bisschen was wegnehmen, denn wir sehen, hier sind überall noch Blätter, obwohl hier keine Bäume mehr sind. Genau deshalb soll ja das Ganze hier ausgetauscht werden. So, das machen wir jetzt auch mal direkt. Okay. Toll, nicht. So wie ich das wollte. Warum auch? Oh Gott, hier ist ja gar nichts, ne? Am Rande des Abgrunds. Dann machen wir das eben hier mit Holz. Das ist mir hier zu riskant über diesem Abgrund. Dann suchen wir jetzt hier nach verbliebenen Holzresten. Hauen die mal eben schnell ab. Da kommen wir jetzt natürlich nicht wirklich dran. Und da seht ihr halt, warum ich das Ganze lieber mit Birkenholz habe. Denn so macht das wenig Sinn hier. Hier oben immer 30% des Baumes stehen bleiben. Ich glaube, hier sind sogar fast mehr in diesem Baum. Wahrscheinlich sind das sogar Bäume, die über mehrere Generationen da hochgewachsen sind. Oh, und mein Telefon klingelt. Ich mache mal eben kurz einen Cut. Ja, ich mache jetzt hier nicht nur einen Cut, sondern beende auch die Folge. Und zwar aus einem einfachen Grund. So spannend ist dieses Austauschen der Holzsorten nicht. Deshalb werde ich das offscreen erledigen.
Eigentlich wollte ich ja nicht so viel Offscreen machen, aber das ist wirklich was, wo einfach überhaupt keine Spannung drin ist und was auch jetzt nicht so, ja, eigentlich zum klassischen Minecraft dazugehört. Deshalb würde ich sagen, ich tausche das einfach aus und am Anfang der nächsten Folge ist alles ausgetauscht, dann können wir uns weiter voranwagen. Hier unten links könnt ihr jedenfalls dann auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.